Film gehen. Oh. Neue Sequenz einstellen, neues DVP natürlich, so, fertig aus. Und dann gucken wir mal, Sitzgruppe Musik, ziehen wir mal hier rein. Das Logo Animation, ziehen wir auch mal hier rein. Und mal so als Test. Gucken wir mal, ob das die Musik hier. Okay. Und hat das Video nicht reingezogen? Ah, das wollte ich jetzt nicht mehr. So. So, hier haben wir es doch. Und dann sieht das ungefähr so aus. Ja, so ein ganz toll, wie das Gruppe hüpft. Ja, das ist, die Animation ist sehr schön gebaut. Baut sich wunderschön auf. Schuck. Das ist toll, oder? Das wird was. Das ist toll. Das wird was. Das wird groß. So sah also oder sieht mein Entwurf aus für das neue Sitzgruppenlogo. Der Entwurf, den ich im Kopf hatte, der allerdings niedergezeichnet dann doch etwas anders aussieht als in meinem Kopf. Ich habe mich umziehen müssen, weil ich wollte so tun, als wäre das jetzt ein ganz anderer Tag gerade. Aber die Wahrheit ist, dass mir von dem Raclette eben ein Fännchen auf mein anderes Hemd gefallen ist. Deswegen also habe ich mich umgezogen. Mir fiel noch eines auf. Designer müssen alles, was sie designen, kreieren, rechtfertigen. Das heißt, wenn wie in diesem Logo ein Strich vorhanden ist, dann darf der Strich nicht einfach nur deswegen da sein, weil er vermeintlich gut aussieht, sondern er muss eine Begründung haben. Und ich habe mir jetzt überlegt, was könnte dieser Strich bedeuten? Er symbolisiert die Mauer zwischen Christopher und mir und dem Zuschauer, wollte ich gerade sagen. Aber mir fällt gerade ein, nein, es ist die Mauer zwischen Christopher und mir. Und somit ist dieser Strich praktisch schon abgenommen. Wir haben jetzt drei Entwürfe, die so aussehen. Also geblieben ist bislang das geschwungene Sitz. Ich überlege gerade, ob man hier vielleicht auch Fitz liest, aber es ist ein S und eben ein etwas anderes Gruppe darunter. In drei Varianten. Einmal hier mit Geschnörkel und dann, das kann man natürlich alles mit diesem tollen Grafikprogramm machen, ohne Geschnörkel. Das ist hier übrigens ein Linux-Rechner, auf dem ein Windows-Emulator läuft. Das ist ganz neu, das ist toll. Und durch Zufall ist es mir passiert, dass ich das Gruppe dann schwarz markiert habe und dachte, das sieht doch auch schon gut aus, oder? Kann man doch nehmen. Also in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Und natürlich mache ich das alles als Vektorgrafik. Da kann man es praktisch unendlich in die Größe ziehen, ohne dass es da zu einem Auflösungsverlust kommt. Ja, genau so ist es. Ich wollte es laienhaft ausdrücken. Es ist natürlich nicht ganz so richtig, aber ich meine, auch ihr sollt es verstehen können. So, wir bauen da jetzt noch, und wenn ich sage wir, meine ich mich nicht, noch den einen oder anderen Sessel drumherum, und dann wird das ein sensationelles Logo, und das wird dann eine fähige Kraft bei uns im Sender noch fröhlich animieren. Und ich glaube, in einigen Stunden gibt es dann schon den dritten Teil, übrigens nur auf der neuen Seite Sitzgruppe, also facebook.de/Sitzgruppe. Denn nur das ist die Sitzgruppen-Facebook-Seite. Nachdem sie nie wirklich Erfolg hatten, liegen die Sitzgruppenleiter nun völlig am Boden. Das Magazin Bekannt, Promis Liebling, titelte »Nehmt diese Kreaturen vom Schirm und helft diesen kranken Geistern«. Sie stehen nicht am Abgrund, sie haben den Absturz hinter sich. Wird es dennoch einen neuen Platz für sie geben? Die Sitzgruppe. Demnächst auf NRW TV.
Jo, Christopher, ich bin's. Ich hoffe, ich störe nicht. Pass auf, gestern beim Packen ist mir ein sehr guter Einfall gekommen. Wir haben ja schon mal öfter darüber gesprochen, dass wir die Sitzgruppe neu an den Start bringen. Sitzgruppe. Die Sitzgruppe. Beim Packen, Christopher, die Sitzgruppe. Vor 2 Jahren, NRW-TV, Fernsehen, Sitzgruppe. Sofa, Sessel, Sitzgruppe. Die Kameras feststehen, Sitzgruppe. Kam super an damals. Die Sitzgruppe. Mein Vorschlag, dass wir die einfach neu aufleben lassen, mit noch weniger Niveau. Auch mal so Worte wie Kacken, dass man die einfach mal auch im Fernsehen sagen kann. Kam mir beim Kacken in den Sinn. Die Sitzgruppe, genau. War doch toll. Nächste Woche, sehr gut, 2 Sessel, Plasma im Hintergrund reicht im Grunde. Mehr braucht man nicht. Inhalte? Inhalte. Ist ein armer Irrer. Guter Mann. Oh. Bei einem Essen entsteht heute das neue Logo für die Neuauflage der Sitzgruppe. Das wollen wir hier in einem recht langen Video, wie ich schon mal ankündigen darf, ein bisschen begleiten, so wie wir ja den gesamten Entstehungsprozess der Neuauflage der Sitzgruppe dokumentieren. Es gibt ein bisschen Raclette, können wir vielleicht kurz mal zeigen. Oh, das ist schon nahezu verbrannt. Und mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, jeder hat in seinem Haushalt noch so einen alten Oma-Teller, oder? Das ist ein alter Oma-Teller, älter als die Oma, die Oma praktisch überlebt. Und beim Raclette, das ist bei mir wie bei einer Heizung. Es gibt nur an oder verbrennt es auch, schnell oben drauf. Es gibt nur an oder aus. Bei einer Heizung kenne ich auch nur an oder aus, wobei an immer die höchste Stufe bedeutet. Beim Raclette handhabe ich es genauso. Es gibt nur an oder aus. Es ist entweder auf Stufe 5 oder es ist ausgeschaltet. Und ich wundere mich, dass die Hälfte gerade verbrannt ist. Erste Skizze zum Sitzgruppenlogo, die mir im Kopf einfiel. Problem ist, ich kann im Grunde überhaupt nicht zeichnen. Die Macherin hört gerade zu, kann ich an dieser Stelle sagen. Ich hatte mir gedacht, dass wir ein in Schreibschrift geschwungenes Sitz haben. So ein schön geschwungenes Sitz. Und darunter, abgetrennt mit einem Strich, vielleicht so ein langgezogenes Gruppe. Und das Sitz flankiert von einem Sessel, den ich aber nicht zeichnen kann. Ich würde also einen Stuhl zeichnen. Es wären also rechts und links von dem Sitz wäre praktisch so ein Stuhl. Das Element Stuhl hatten wir ja schon im alten Sitzgruppenlogo. Also dieses Ganze dann im, das sieht toll aus. Wir sehen ja dann später auch das Endergebnis, das Ganze dann in so einem Vintage-Look. Da werden wir uns noch ein paar Vorlagen angucken und das entsprechend anpassen. Jetzt wird aber weiter gegessen. Miam, miam, miam. In den unmittelbaren Vorbereitungen zur 119. Ausgabe der Sitzgruppe und wir produzieren nachts, weil es dann einfach ein bisschen teurer wird, das wegen der Arbeitskosten und so weiter, das macht einen guten Eindruck und nachts ist natürlich kein Massenpersonal da. Also wir kennen uns ja ehrlich gesagt überhaupt nicht mit aus. Nee, es ist schwierig, aber wir haben das ja schon oft so gemacht, wir haben es ja früher in den alten Sitzgruppenzeiten nicht anders gemacht. Bist du eigentlich auch aufgeregt? Ja, voll. Ich bin's wirklich ein bisschen. Bist du wirklich? Ja, warum? Weil die Erwartungen so hoch sind. An wen? An uns. An die Zuschauer. Achso, richtig. Nee, die Erwartungen an die Zuschauer sind auch relativ hoch. Von unserer Seite aus. Wir werden da mit Sicherheit wie immer nicht enttäuscht. Achso, ich habe meinen Ablauf schon gepostet. Ach, 5 Begriffe stehen da drauf. Du hast einen Ablauf? Ich hatte gehofft, dass du vielleicht ein bisschen mehr hast. Naja, nö.
Schwierig. Das wird schwierig. Aber wie geht denn das jetzt weiter hier mit dem... Ich weiß es nicht. Ich habe es ja ehrlich gesagt eben schon gemacht, weil ich habe festgestellt, dass ich mir aber meine Sonnenbrand geholt hatte. Das ist ein bisschen mühselig mit so einem kleinen Pinsel. Ne? Kannst du gleich die Pinsel auswaschen? Nee, die Pinsel... Ich zähle heute auch. Pinsel waschen die Praktikanten aus. Hast du, bist du damit fertig? Ja. Du könntest doch eigentlich pack mal... Ja, keine Infektion im Gesicht, den kannst du so benutzen. Was hast du genommen? NW... 25. Ist aber falsch, hat man mir gesagt, aber ich wusste es nicht besser. Dann nehme ich es auch. Ja, wir werden das Ganze nächste Woche ausstrahlen. So viel können wir schon mal sagen. Das hat man uns in die Hand versprochen und auch so ein Handschlag ist ja irgendwo ein Vertrag. Wir sind allerdings nicht in der Position, das einzufordern, wenn es dann doch nicht dazu kommt. Notfalls laden wir es hoch. Ja, definitiv. Ich bin auch, jetzt bin ich auch aufgeregt. Ich denke, das merkt man auch meiner Stimme an. Nö, noch nicht. Total falsch. Du bist sehr aufgedreht, das ist neu. Das ist neu. Ja. Dann würde ich sagen. Dann legen wir auf, los. Auf geht's. Ich habe mich jetzt mal hier aufs Klo zurückgezogen, komme gerade aus der Aufzeichnung der Sitzgruppe, Episode 119. Wir haben ja 2 Jahre Pause gemacht, fangen jetzt wieder an, Christopher und ich. Und ich sag mal so, dass ich schon die große Jubiläumsgala geplant habe zu 150. Das kann ich knicken. Das war ein Debakel, also das war echt ein Debakel. Der Punkt ist einfach, dass Christopher und ich miteinander nicht können. Das ist ein Problem, dass da kann man mal sich professionell verhalten, aber wenn man eine halbe Stunde neben dem sitzen muss, schwierig, schwierig. Auch null Vorbereitung. Ich hingegen, ich habe geglänzt. Also, ich sag mal so, also das, was ich bei mir Glanz nenne, das habe ich durchaus gesehen. Ne? Aber ich sehe da eigentlich, er hat auch ein schlechtes Gefühl, das darf ich so sagen. Aber ich meine, kaum war die Aufzeichnung zu Ende, sofort sind wir getrennte Wege gegangen. Jetzt raffen wir uns gleich nochmal zusammen, machen NRW Live, haben auch Top-Themen heute, muss ich sagen. Aber diese Nummer mit der Sitzgruppe, das ist, da haben wir auch wir, damit kann ich mich jetzt schon bei euch entschuldigen, da haben wir Erwartungen geweckt, die sind unmenschlich, sie zu erfüllen. Das ist, ich habe gedacht, ich schaffe das, die zu erfüllen, aber selbst ich bin heute gescheitert. Das ist traurig. Wir strahlen es aber trotzdem aus. Na gut, also auf jeden Fall im Jahr 2015 kam der Landa Filet, ich mag diesen Namen nicht, Filet, immer wenn ich AE sehe, dann denke ich an ist auf jeden Fall wieder wach. Ja? Und die Jungs in Köln freuen sich im DLR, im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, weil sie jetzt nämlich mit diesem kleinen Landegerät kommunizieren können, was auf dem Kometen Tschuri gelandet. Ja, ich hätte es nicht gewusst, obwohl wir darüber berichtet haben, in unserer Tochtersendung NRW Live, die jeden Tag kommt von 17.30 Uhr bis 1000 Uhr. In Deutschland geht immer alles bis 1000 Uhr. In Deutschland geht alles bis 1000 Uhr. Seit dem Einfall Napoleons, 10er-Zahl. Oh, da haben wir Jubiläumsjahr, Schlacht von Waterloo, 1815. Ja. Habe ich gelesen. Oh, interessant. Also ich meine, ja doch, habe ich gelesen. Letztlich habe ich es gelesen. Habe ich heute Morgen im Bett noch gelesen. Peter Tschaikowski hat dazu eine sehr hörenswerte Symphonie geschrieben. Habe ich gehört. Ja. Die habe ich gelesen. Die habe ich bis zur Mitte gelesen. Es ist ja so, Christopher. Da sitze ich morgens im Bett, als wäre nichts gewesen, als hätte ich nicht geschlafen und schlage dann mein Geschichtsmagazin auf. Und revidiere die Geschichte. Mach ich wirklich. Das war nicht 1815, das war 1816. Nächstes Jahr, also großes Jubiläumsjahr zur. Und die Franzosen wissen immer noch nicht, wie sie mit Napoleon umgehen sollen. Und sie sind auch. Ja, sie sind eingeladen zu der Feier in England, wollen aber nicht teilnehmen. Ach. Und dieser 2+4-Vertrag. Oh, ob der wasserdicht ist, das weiß ich nicht. Und hier sehen wir den sprechenden Hallo. Stuhl. Hallo. Hallo. Ich bin in der Sitzgruppe. Wenn ich das ohne Finger könnte, würde es völlig echt aus. Ich versuche das mal so. Hallo. Ja, wo sind deine Finger? Ich bin der sprechende Stuhl. Ja, ich mache nichts mit meinen Händen. Sepp. Sepp.
Sessel, bist du es? Also jetzt wird's das sind auf jeden Fall sehr gute Sessel, die wir hier haben. Das ist mir zwischendurch aufgefallen. Das wollte ich einfach nur mal. Ich sehe gerade, wir haben noch die Kartons vom letzten Jahrzehnt. Stimmt, die haben wir einfach stehen. Wir sind ja, wir senden in Dekadenabständen. Unsere Fans sind so treu, dass sie etwas zugenommen. Jede Dekade uns praktisch. Und das macht man nicht im Fernsehen, weil so kommt raus, dass wir 5 Sendungen am Stück produzieren. Du 2. hast dich wenigstens umgezogen. Ich nicht. Ich habe nur 2. dieses. Christoph hat mich eben vollkommen zu Recht gefragt, hast du eigentlich auch was Inhaltliches? Und ich habe gesagt, was habe ich gesagt? Ja, aber du machst es nur, wenn du musst. Ja. Schwer abergläubisch, da hat er recht. Ich fange immer rechts an. Ich fange immer mit dem rechten Schuh an, ich fange mit dem rechten Nasenloch an. Ja, das sind so die Löcher, die man doppelt vorhanden hat. Also du nicht hast das aber gerade mit dem linken angefangen. Ja, eben. Großes okay. Unglück. Gut. Ganz wichtig, hin und wieder mal ins Ohr. Good to know. Weil diese Ohrenhaare sind viel schlimmer als die Nasenhaare. Die kann man auch ausbrennen. Nasenhaare sind. Mit deinem Gesicht würde ich dir das nicht empfehlen, dann brennt dir die ganze Fresse ab. Das stimmt. Nasenhaare sind eigentlich keine Nasenhaare, sondern Ohrenhaare, aber wegen des Melanins. So. Leute, die die ersten 118 Folgen gesehen haben, wissen, dass dieses Format alles andere ist als zurechnungsfähig. Das liegt hauptsächlich und zukunftsfähig. An Kollegen Seppo. Zukunftsfähig war es auch nicht. Ne? Es hatte nie überhaupt nicht. Deswegen haben wir auch 2 Jahre aufgehört. Ja. Und die Erwartungen sind relativ hoch. Das haben wir so ein bisschen gemerkt. Und die dämpfen wir wirklich. Mit dieser ersten neuen Ausgabe wollen wir sie dämpfen. Nein. Doch. Genau gesagt werden wir sie einfach rückhaltlos enttäuschen, diese hohen Erwartungen. Also ja, davon abgesehen. Das ist hier Fernsehen nicht für den Zuschauer, sondern am Zuschauer vorbei. Also das ist eine Leitlinie. Ich will keine also das große Oberthema wäre Fernsehen für dich. Ne? Dich nein, ist nein, in nein, dem nein, Fall überhaupt Seppo. Überhaupt, ich würde mir den Mist gar nicht angucken. Ich hätte sie vom Trödelmarkt kommend direkt putzen sollen. Aber ich habe natürlich auch noch, falls wir Gäste haben, Gäste kriegen ja immer das größte Glas. Habe ich hier noch eine Kleinigkeit gefunden. Das ist mir tatsächlich als Cognac-Glas verkauft worden. Ich habe den Verdacht, es ist eine Blumenvase. Die Frau hat mich auch gefragt, da wollen Sie aber keinen Cognac raustrinken. Ich habe dann gesagt, nee, ich mache damit eine Fernsehsendung. Dann hat sie gesagt, ja, klar. Du hast sie über den Tisch ziehen lassen. Und das Wort Gäste will ich hier übrigens. Und auch Thomas Gottschalk nach wie vor, wir hatten das schon öfter gesagt, Thomas Gottschalk wird von uns gerne eingeladen. Das Wort Gäste will ich hier wenigstens. Mach euch voll, mach euch voll. So. Und jetzt kann ich das nämlich auch wundervoll, man schwenkt die ja immer so ein bisschen. Ja, das ist gerade bei Matcha-Tee wichtig, weil der Teesatz unten noch liegt. Nein, das schmeckt wirklich wie grüner Tee. Ja? Ich bin gespannt. Es ist schwer daraus zu trinken, es ist schwer. Ah, du trinkst im Fernsehen. Lecker. Also wir sind sehr innovativ. Warum habe ich denn Handtücher mit? Oh. Was kommt da denn noch auf uns zu? Kann ich dir sagen, Christopher? Ich habe mal gehört, dass gute Unterhaltung im deutschen Fernsehen nicht möglich ist, anders als in den USA, weil da sind die großen Stars. Ja, Moment, Stars, aber wir bieten auch gerade ein lebendes Beispiel dafür. Schlechte Unterhaltung, am Zuschauer vorbei. Da leben die großen Stars und die sind auch bereit, wirklich Unsinn zu machen, was unsere großen Stars nicht sind. Und da ist die Fallhöhe auch größer, als das bei uns der Fall ist. Speziell bei uns das beiden. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Es wird lustiger, je höher die Fallhöhe ist. Okay, das ein großer Star, ne, der hat da. Und wir können das auch. Und was ich schon lange machen wollte, weil es ein riesen Gag ist, ich habe 2 Eier. Was mich beruhigt. Und ich habe 2 mitgebracht. Und eins davon, Christopher, ich gebe dir schon mal ein Handtuch. Eins davon ist gekocht. Der Matcha-Tee gibt noch Pfötchen. Kannst 50 Stunden nicht schlafen. Und eins davon ist gekocht, eines nicht. Ich weiß es selber nicht, die sind nicht markiert und so weiter. Und wir schütteln sie auch nicht groß. Und das ist ja so ein bisschen russisch Roulette und es ist fürs Bild einfach toll. Chibo-Handtücher. Chibo hat mal eine wahnsinnig tolle Produktpalette. Ich erinnere mich, dass ich mal so eine Chibo-Großbestellung hatte, die ich auch in einer alten Sitzgruppenfolge vorgestellt habe. Ich gebe dir ein Ei. Mhm. Nein, du nimmst dir eins der Eier, ohne sie vorher irgendwie groß zu schütteln. Das ist mein grüner Tee, der jetzt. Und vergiss bitte, wegen der Salmonellengefahr. Oh, die Schutzbrille. Die Schutzbrille. Nee. Das ist das Gute, ne? Da ist die Schutzbrille direkt mitgeliefert. Das macht dieser Hut Sinn. Und es geht natürlich darum, sich das Ei in den Kopf zu schlagen. Das ist ein Riesengag. Ja, wie die Brille ja unter Umständen dreckig. Oh, na gut, weil es so lustig ist, machen wir es mit Brille.
Nimm dir eins. Eins ist gekocht. Nee. Eins ist gekocht, das andere ist ungekocht, praktisch unbehandelt. Die sind aber beide frisch. Oh, das macht mir jetzt etwas Sorgen. Wir hauen sie bei 3 an den Kopf. Moment, nein, Moment. Ich spüre das am Ei. Ich bin Profi-Eierkocher. Ach, jetzt kommt das wieder. Für den Fall, dieses Ei ist nicht, dieses Ei ist nicht gekocht. Für den Fall habe ich mir was zu lesen mit meinem. Ich ahne etwas. Ja, dass beide nicht gekocht sind. Meinst du, so einen billigen Gag habe ich nötig? Nee. Ja, doch. Du kennst so den Songtext Eier, wir brauchen Eier, außen hart und. Nein, kenne ich nicht, aber gute Kliniken sollen mehr Geld bekommen. Von den schlechten. Mit den Eiern jetzt nicht? Warum kriegen denn gute mehr Geld und schlechte nicht? Zu Hause nachmacht, Salmonellen sitzen auch außen an der Schale und. Könntest du auf Kommando jetzt quasi in den grünen Tee erbrechen? Ich wollte Rührei haben. Das war's, was ich sagen wollte. Hatten wir eigentlich schon, haben wir so, die Geschichte kam nicht, die hatte ich ja, aber die ist unter. Ja, der Anrufwitz ging ja in die Hose, weil ich zu früh angerufen wurde! Verlegung! Keiner hat dir übrigens hier eine Redeerlaubnis gegeben. Das also ist zurück, meine Sendung. Brüllen ist nicht. Das ist unsere Sendung. Das ist unsere Sendung und was die reden nur wir. Nachdem sie nie wirklich Erfolg hatten, liegen die Sitzgruppenleiter nun völlig am Boden. Das Magazin Bekannt, Promis Liebling, titelte: Nehmt diese Kreaturen vom Schirm und helft diesen kranken Geistern. Sie stehen nicht am Abgrund, sie haben den Absturz hinter sich. Wird es dennoch einen neuen Platz für sie geben? Die Sitzgruppe. Demnächst auf NRW TV.